Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Rezeptvideo hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch mein Lieblingsrezept mit Brokkoli vorstellen. Das grüne Gemüse Brokkoli hat ja jetzt hier bei uns auch Saison, ein wundervolles, grünes, regionales Gemüse. Und dieses Gericht, was ich euch heute vorstelle, das eignet sich besonders gut auch für Familienfeste oder wenn man mit Freunden zusammen isst oder auch wenn man zum Beispiel einen veganen Potluck oder einen Rohkost-Potluck besucht, dann kann man das wunderbar mitnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Das sind die Zutaten für den Brokkolisalat, für das Brokkoligericht. Da benötigen wir natürlich eine Menge Brokkoli, das sind 500 Gramm. Dann haben wir hier auf dem Teller eine mittlere Zwiebel und Knoblauch schon geschält. Das sind getrocknete, angekeimte Kürbiskerne. Das bereite ich entweder selber zu, also ich weiche die Kürbiskerne an, lasse sie einen Tag ankeimen, dann dürre ich sie wieder im Dürrgerät trocken. Oder ich verwende, mal sehen, die Kamera stellt es jetzt fest, genau von Vitasprosse die gekeimten Kürbiskerne. Die sind luftgetrocknet bei 42 Grad. Dann benötigen wir noch etwas Öl. Das sind 2 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl. Dann haben wir hier 4 Esslöffel frisch gepressten Zitronensaft. Und das sind noch 2 Esslöffel Hefeflocken. Das ist aber optional. Das Ganze würze ich dann noch mit ein bisschen Salzsole. Ich werde jetzt erstmal das Gericht zubereiten und zum Schluss kommt dann noch die Salzsole dazu. Also als erstes werde ich den Brokkoli in kleinere Stücke schneiden und den Stiel schälen. Der wird nämlich auch mitverwendet. Hier haben wir auch noch ein Stielstück. Einfach alles schälen und kleiner schneiden. Und ich verwende für dieses Gericht den Vitamix. Ihr könnt auch eine Küchenmaschine verwenden. Das wird alles auf kleiner Stufe dann zerkleinert. Der Brokkoli befindet sich jetzt schon zerkleinert im Vitamix. Dazu kommt jetzt noch die Zwiebel. Die schneide ich noch etwas klein. Und den Knoblauch, den presse ich mit einer Knoblauchzehe zum Brokkoli. Das Ganze mixe ich jetzt auf der Stufe 1 bis 2. Wer es mit einer Küchenmaschine zubereiten möchte, dann auch auf kleiner Stufe. Beim Vitamix kann man ja noch mit einem Stößel nacharbeiten. Also ich werde jetzt den Deckel draufsetzen, den Vitamix anschalten und dann mit dem Stößel nacharbeiten und das dann auf der Stufe 1 bis 2 schön mixen. Es darf nicht zu klein sein, soll aber auch keine zu groben Stücke enthalten. Die Brokkoli-Zwiebel-Knoblauch-Mischung hat dann diese Konsistenz. Ich gebe schon mal jetzt die Hefeflocken dazu, den Zitronensaft und das Öl. Und als nächstes werde ich die Kürbiskerne fein mahlen. Dazu verwende ich den Foodmatic. Die gemahlenen Kürbiskerne kommen dann auch hier dazu. Dann werde ich das Ganze schon mal vermischen und ich habe ja schon am Anfang der Benennung der Zutaten gesagt, dass da noch ein bisschen Salzsole dazu kommt. Wer mag, kann auch Pfeffer hinzugeben. Ich werde ca. 2 Esslöffel Salzsole hier noch dazugeben und das Ganze gründlich durchmischen. Der Salat ist jetzt fertig. Ich zeige euch jetzt aber noch 2 Methoden, wie ihr diesen Salat noch zubereiten bzw. servieren könnt. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, das Brokkoli-Gemisch auf einem Teller wie einen Kuchen zu formen, so wie ihr das hier seht. Dann habe ich das Ganze mit ein bisschen Sprossen, ein bisschen Grünkraut dekoriert. Das sind selbstgezogene Rettichsprossen und rings um den Teller habe ich noch etwas selbstgezogenes Sonnenblumenkerngrün gelegt. Das könnt ihr natürlich auch mit anderen Sprossen machen oder mit anderem Grünblattgemüse, Feldsalat, Rucola, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Brokkolisprossen sind auch sehr lecker, also zu diesem Brokkoligericht. Brokkolisprossen passt auch fantastisch oder Alfalfa-Sprossen, wie es euch beliebt. Es gibt hier auch so Sprossen, die ein bisschen rötlich gefärbt sind, Rotkohl zum Beispiel, Mangold und rote Beete, das passt natürlich auch hervorragend zu diesem Grün. Also das wäre jetzt hier so eine Möglichkeit, dieses Brokkoli-Gericht zu servieren und dann einfach zu essen, auch mit Freunden zusammen, mit der Familie. Das ist die zweite Variante, wie man dieses Brokkoli-Gericht servieren kann. Dazu habe ich mir jetzt noch Chicorée dazu genommen und habe diesen Chicorée in die einzelnen Blättchen geteilt oder in diese einzelnen Blätter geteilt. Und diese Blätter habe ich dann mit diesem Brokkoli-Gemisch gefüllt und das Ganze noch mit Rettichsprossen dekoriert und als
bunten Tupfer gibt es dazu noch kleine Tomaten. Ich möchte unbedingt noch erwähnen, dass dieses Rezept ursprünglich nicht von mir ist. Das Originalrezept stammt von Petra Birr. Ich habe aber dieses Rezept etwas abgewandelt. Zum Beispiel habe ich noch ein bisschen Knoblauch hinzugefügt. Ich nehme viel weniger Öl und statt Haselnüsse nehme ich zum Beispiel angekeimte Kürbiskerne oder angekeimte Sonnenblumenkerne, die dann wieder getrocknet sind. Also das Gericht schmeckt auch sehr gut mit einer Mischung aus Kürbiskernen und Sonnenblumenkernen. Und die Petra Birr hat dieses Rezept ursprünglich mit Haselnussöl und mit Haselnüssen hergestellt. Ich verwende Olivenöl, das Rezept gelingt aber auch sehr gut mit Hanföl und wer mag, kann auch Leinöl dafür nehmen, wer diesen Leinöl-Geschmack mag. Also ihr seht, dieses Brokkoli-Gericht kann man auch noch unterschiedlich variieren. Ich bevorzuge es mit Oliven- oder Hanföl und dann mit diesen angekeimten Kürbiskern. Dieses Rezept, was ich euch heute hier vorgestellt habe, das findet sich auch in meinem neuen E-Book Gesund, Grün, Essen. Wer sich für dieses E-Book interessiert, ihr findet den Link unten in der Infobox oder auch im ersten angepinnten Kommentar unter diesem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Ihr könnt mir gerne auch Feedback zu diesem Rezept geben. Ich freue mich über eure Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Eure Silke.